Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Kassel klimaneutral 2030, das ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Erreichen werden wir es nicht durch warme Worte oder leere Versprechungen. Mit diesen Worten brachte im Februar 2021 Christine Hesse von den Grünen den Antrag von CDU, wir für Kassel und der Linken ein. Der Antrag, der mit Aktiven aus der Klimabewegung entwickelt wurde, sei nicht nur wichtig, um den frühzeitigen Kohleausstieg politisch zu bekräftigen, sondern auch als Wertschätzung für die Umweltinitiativen, den Klimaschutzrat, auch diejenigen bei den städtischen Werken, die sich für einen möglichst frühen Ausstieg einsetzen und besonders natürlich auch Kassel Kohlefrei, die mit dem Bürgerbegehren 7500 Unterschriften es weiter vorangetrieben haben, den geplanten Kohleausstieg vorzuziehen auf spätestens 2025. Wie sieht diese Wertschätzung also aus? Der Beschluss ist in dieser Form ja im Prinzip seit einem Jahr im Geschäftsgang. Im Februar erhielt der Beschluss keine Mehrheit, weil die CDU nicht anwesend war. Wir haben die Grünen dann noch getobt, dass die SPD sich nicht zu einem Beschluss durchringen kann. Und wie hat die SPD sich verbogen, um irgendwie die Ablehnung zu begründen? Klar war aber auch, dass wir dies nach der Wahl möglichst bald nachholen wollen. Es hätte reine Formsache sein können. Es war keine Frage von Mehrheiten, die hätte es gegeben. Aber es war die Frage von Machtkonstellation und der Vorzug der Koalitionsverhandlungen mit der SPD, weshalb die Grünen sich entschieden, nach der Wahl diesen Antrag nicht mehr mit einzubringen. Es wurde aber auch keine Diskussion zugelassen. Stattdessen wurde der Antrag im Mai mit Mehrheit abgesetzt, im Juni mit Mehrheit abgesetzt, im Juli mit Mehrheit abgesetzt. Die Koalition begründete dies damit, dass es ja einen Berichtsantrag der SPD gäbe zur Vorstellung im Ausschuss. Der steht heute noch auf der Tagesordnung. Ich gehe davon aus, dass Sie diesen zurückziehen. Alles andere fände ich mehr als peinlich. Denn tatsächlich hat es diesen Bericht im Juli im Umweltausschuss ja gegeben. Aber wie konnte der eigentlich gehalten werden, wenn nun der Antrag jetzt erst auf der Tagesordnung ist? Na, weil im November 2020 bereits beschlossen wurde, dass ein Bericht im Ausschuss erfolgen soll, möglichst bald. Dieses möglichst bald, die möglichst nächste Sitzung war dann 8 Monate später, im Juli 2021. Und dort erfolgte nun auch endlich der politische Beschluss zum Kohleausstieg. Und ich hoffe, niemand von Ihnen wird heute den Satz sagen, was lange währt, wird endlich gut. Es geht hier schließlich um einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und das Klima lässt sich nicht hinhalten. Es nimmt auch keine Rücksicht auf taktische Spielchen. Es reagiert auf die Zerstörung, die die kapitalistische Produktionsweise dem Planeten antut, mit Hitze, mit Dürre, mit Hochwasser. Der Beschluss heute wird kein klares Bekenntnis sein, denn es gibt einen Änderungsantrag, in dem es heißt, der frühe Ausstieg soll erfolgen, wenn dies wirtschaftlich, technisch und bezüglich der Sicherung der Arbeitsplätze machbar ist. Wir werden uns dazu enthalten und dem gesamten Antrag zustimmen. Was ist aus unserer Sicht der Haken bei dem Änderungsantrag? Nun, technisch ist es keine Frage. Wir können nicht zaubern, es muss machbar sein. Bezüglich der Sicherung der Arbeitsplätze, auch das ist kein Problem. Wenn es uns wirklich um die Arbeitsplätze geht, müsste es doch heißen, wir treffen in Absprache mit den Gewerkschaften Maßnahmen, damit ein Umstieg nicht zulasten der Beschäftigten geht. Dafür finden sich Lösungen und Modelle. Stattdessen haben sie sich zur einschränkenden Formulierung, wenn es bezüglich der Sicherung der Arbeitsplätze machbar ist, umstehen. Und dann bleibt noch der dritte Punkt. Wenn es wirtschaftlich machbar ist, was soll das heißen? Für uns ist das zu vage. Ich weiß, manche von Ihnen wird dann auch das große Geschäft durch die Klärstandsabtrennung, aber es kann auch sein, dass im laufenden Prozess größere und nicht vorhersehbare Investitionen notwendig sind, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Und genau dann kommt es doch darauf an, dass die Stadt dahinter steht und sagt, auch in so einer Situation lassen wir nicht die städtischen Werke allein, sondern machen es möglich. Denn die eigentliche Frage, die uns bei jedem Beschluss begleiten sollte und die wir auch mit dem Anspruch der Klimaneutralität 2030 eigentlich gefasst haben, die eigentliche Frage ist doch, was können wir uns ökologisch noch leisten? Ist ein späterer Ausstieg ökologisch machbar, auch im Hinblick auf all die sozialen Folgen, die der Klimawandel mit sich bringt. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass in Zukunft diese taktischen Spielchen entfallen und die Verzögerungstaktiken. Ich befürchte, das ist nicht der Fall. Und deswegen ist es zwar gut, dass heute nach einem Jahr dieser Beschluss von der Stadtverordnetenversammlung gefällt wird, aber eine Verzögerung, wenn es darum geht, einen Ausstieg vorzuziehen, und Ihrer Meinung nach ist es ja sogar nur symbolisch, dass die städtischen Werke, die den Beschluss bereits gefasst haben und daran arbeiten, diese Verzögerung ist kein Ausdruck von Wertschätzung. Diese Erfahrung nehmen nicht nur wir mit, sondern auch die Aktiven, die in den verschiedenen Bereichen daran arbeiten, diese Stadt sozial und ökologischer zu machen. Ich gehe da fest davon aus, dass es Sie nicht in die Resignation treibt,
sondern umso mehr bewusst macht, dass es an den sozialen Bewegungen liegt, nicht locker zu machen, Öffentlichkeit und Druck aufrechtzuerhalten und sich besser zu organisieren, und zwar ganz egal, wer gerade in der Regierung ist. Denn dafür geht es um viel zu viel.